Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wir sind heute wieder im Wald für euch unterwegs, diesmal mit einer neuen Ausgabe der WWV News. In dieser Ausgabe geht es um Herbstanpflanzung. Was ist hier zu tun? Welche Vorbereitungsarbeiten? Welche Baumarten sind jetzt gefragt? Was muss ich draußen jetzt vorher vorbereiten? Was muss ich vielleicht einmal nachbereiten? Und es gibt natürlich das große Thema Förderungen. Was für Möglichkeiten gibt es für euch Waldbesitzer und wie kann ich das bewerkstelligen? Liebe Mitglieder, ab sofort haben wir eine Neuerung für euch. Wir bieten euch einen WhatsApp-Nachrichtendienst an. Und zwar könnt ihr euch bei uns anmelden und dann bekommt ihr regelmäßig einfach wichtige Informationen zu allen Themen rund um den Wald. Holzmarkt, Preise, Sortimente, was ist aktuell draußen los, fährt da Harvester oder gibt es neue Förderungen oder gibt es andere Veranstaltungen, Termine, Schulungen, all das könnt ihr über diese Gruppe erhalten. Dazu müsst ihr euch anmelden. Ihr könnt euch das einfach machen über unsere Homepage. Also das heißt einfach E-Mail schreiben und dort einfach in der E-Mail-Adresse eure Namen und eure Handynummer hinterlassen und dann seid ihr aufgenommen. Wichtig ist, diese WhatsApp-Nachrichtengruppe funktioniert so, dass die Chat ausgeschaltet ist. Ihr bekommt nur Informationen von uns und dann könnt ihr euch selber ein Bild über die Situation machen. Zuerst zu der Herbstanpflanzung. Herbst ist natürlich eine wichtige Zeit, neue Bäume im Wald zu setzen. Da gilt es einfach, sich mal vorzubereiten, welche Fläche möchte ich gerne anpflanzen, wie groß ist die Fläche, welche Bäume, welchen Standort habe ich da, welche Bäume möchte ich pflanzen, rechtzeitig mit den Baumschulen Kontakt aufnehmen. Übrigens haben wir in der Homepage veröffentlicht, welche Baumschulen besonders lukrative Rabatte für euch als WWV-Mitglieder liefern. Dann haben wir auch, jetzt ist es immer so, man muss ja überlegen, welche Wuchsbedingungen herrschen vor am Standort und vor allem, welche Bäume kann ich setzen. Da kann man sich natürlich auch staatlich beraten lassen. Da ist es auch wichtig, rechtzeitig mit dem jeweiligen Förster einen Termin auszumachen, sonst ist es einfach zu spät für die Herbstanpflanzung. Dann ist es ganz wichtig, welche Bäume kann man pflanzen im Herbst. Da ist natürlich eine ganze Palette an Baumarten stehen zur Verfügung. Laubholz ist besonders sinnvoll, jetzt im Herbst zu pflanzen. Auch hier mit den Baumschulen Kontakt aufnehmen, weil diese Bäume nicht überall einfach sofort verfügbar sind. Die müssen erst aus den Baumschulbeeten gezogen werden. Das heißt, da kann es einmal zu Verzögerungen kommen. Hier auch sich Gedanken machen im Oktober, im November vor allem und je nach Witterung vielleicht auch noch im Dezember kann man diese jungen Bäume setzen. Wir haben schon zahlreiche Videos, zum Beispiel über Wuchshüllen, Alternativen zu den Plastikhüllen gemacht, weil jetzt ja diese Förderung ausläuft. Auch hier einfach Gedanken machen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Schaut euch die Videos an und dann könnt ihr euch dann entscheiden, welche Wuchshülle für euch auch geeignet ist. Wir haben natürlich auch Videos gemacht, Naturverjüngung versus Anpflanzung. Also das ist ja immer Entscheidung, Naturführungen fördern, auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen Mischbaumarkt rechtzeitig hinzufügen. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Auch da könnt ihr euch bei uns bei den Videos informieren und einfach schauen, was für euch dann sinnvoll ist. Auch im Herbst ist es auch sinnvoll, Wildlinge aus dem eigenen Wald zu ziehen, wenn ihr schöne Tannen habt oder auch Buchen. Einfach einmal ausprobieren, die Zeit jetzt zu nutzen und die an einer anderen geeigneten Stelle umzusetzen und zu beobachten, ob man Erfolg hat oder eben nicht, ist der Herbst jetzt ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Wir haben natürlich auch Zaun und Material, was halt so anfällt. Das ist auch wichtig, jetzt im Herbst diese Zäune zu machen, bevor der Winter anbricht. Einfach diese Vorbereitungsarbeiten, weil ja der Wildschutz ganz wichtig ist. Ansonsten haben wir ja schlechte Karten draußen für viele Mischbaumarten. Also hier auch an den Zaun denken. Ganz wichtig, einmal anpflanzen reicht oft nicht. Man muss ständig die Kultur auch beobachten und nachschauen, ob da wirklich die Bäume wachsen. Und diese alten Kulturen einfach rausgeschauen. Wenn man Ausfälle hat, bitte jetzt ergänzen. Das ist ganz gut, wenn man das zeitnah ergänzt.
Und dann ist der Herbst ein ganz guter Zeitpunkt, wo man das aus diesen schlecht entwickelten Kulturen aus dem Frühjahr, dass man die jetzt im Herbst nachholt. Dann gibt es auch das Thema Förderung. Das bewegt uns immer wieder. Das ist eine gute Geschichte. Jetzt wäre der Herbst gekommen, wo man wirklich auch Jungbestandspflege machen kann. Zum Beispiel Naturverjüngungsbeständen kann man also Standraumerweiterung machen und einfach schauen, diese Förderung bis 15 Meter Oberhöhe, einfach mit dem staatlichen Förster reden und einen Termin vereinbaren und die Zeit nutzen, dass man hier entsprechend eine Förderung tätigt. Und dann kann man im Winter, zum Herbst und Winter, jetzt seine eigenen Pflegebestände entsprechend auf Vordermann bringen. Die Pflege tut dem jungen Wald richtig gut. Die Pflege ist ja auch notwendig, um Mischbaumarten überhaupt zu erhalten. Wenn man da jahrelang was versäumt, dann schaut der Wald ganz anders aus später. Und das kann man auch nicht mehr nachholen. Also jetzt die Zeit nutzen und einfach einmal in die Pflege gehen. Und da gibt es ja lukrative Förderung, 500 Euro pro Hektar oder mehr, je nachdem, wie viele Baumarten da mit beteiligt sind. Und das jetzt einfach mit dem Förster besprechen. Es gibt auch Naturverjüngungsförderung, auch da ist interessant, vielleicht einmal so eine Förderung beantragen oder ein Gespräch zu führen. Es gibt natürlich die Wiederaufforstungsprämie, die absolut sinnvoll ist und lukrativ ist. Auch da bitte nutzen, 2,50 Euro pro Stück ist eine hohe Förderung. Und die ist auch sinnvoll, die zu tätigen. Also wie gesagt, über die Förderung sich Gedanken machen, mit dem Förster Kontakt aufnehmen und den Herbst und Winter jetzt nutzen, dass man diese Fördermöglichkeiten voll nutzt als Waldbesitzer. Viel Freude im Wald!